Hi Leute, herzlich willkommen zum Traumbewusstsein. Heute werde ich mal etwas anderes machen als sonst. Ich werde euch einen Traum von mir berichten, den ich ganz interessant finde, und werde ihn dazu auch noch aufmalen. Das werde ich nicht gleichzeitig machen. Deshalb mal schauen, was daraus wird. Und ja, wahrscheinlich werde ich noch weitere Träume in Zukunft vertonen und ein bisschen aufmalen, nur so skizzenhaft mäßig. Und ja, lass uns mal loslegen. Also der Traum von heute, den ich heute erzählen werde, das ist ein Traum, den hatte ich ungefähr vor 2 Wochen. Und er lautet ein Gespräch mit Gott. Die Traumerinnerung beginnt damit, dass ich in einem großen Haus bin, unten im Erdgeschoss. Und es ist ganz schön viel los. Verschiedene Leute wuseln herum und es scheint sich um eine religiöse Veranstaltung zu handeln. Dazu muss man wissen, dass ich früher auch als Kind bei religiösen Veranstaltungen dabei gewesen bin. Mittlerweile bin ich aber nicht mehr. Zumindest nicht mehr in der Form religiös. Schnell wird mir der Trubel an Menschen zu viel und ich gehe in einen gesonderten Raum, in dem ich hinter mir die Türe schließe. Jetzt bin ich allein. Allerdings ist noch eine Person anwesend. Und das ist Gott. Gott ist im Traum ein Guru. Also ein schick gekleideter, hagerer Mann, so um die Mitte 30. Ich bin nicht mit ihm befreundet, aber wir kennen uns doch ganz gut. Und da ich immer noch genervt bin von den Menschenmassen, frage ich ihn, ob er jemals Probleme mit Mobbing hatte. Ich hatte sie jedenfalls. Gott sagt nein. Naja, und ich bin irgendwie enttäuscht, denke mir aber, dass das eigentlich schon klar war, weil, naja, Gott hat alles und jeden erschaffen. Also wer sollte ihn eigentlich mobben können? Er ist ja unangreifbar, also ist fast schon wie ein Cheater. Und ich fühle mich dann doch etwas distanziert von ihm, weil, naja, menschliche Probleme eigentlich gar nicht verstehen kann. Dann lenkt er aber plötzlich ein und sagt, doch, 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 vielleicht kenne ich es. Und zwar die Freiheit der Menschen, die habe ich schon. Die haben ihm schon viele Probleme bereitet, sagt er und lacht. Naja, aber ich bin trotzdem nicht so überzeugt. Also ich meine, ich verstehe seinen Gedanken, ja. Na, er will sich nicht einmischen, er lässt die Menschen einfach mal so machen und dann läuft alles aus dem Ruder und wir kennen ja die alte Story. Aber irgendwie, Mobbing würde ich es dann doch nicht nennen. Und das ist mir halt einfach ein bisschen zu christlich. Er scheint meine Bedenken schon irgendwie zu merken und jetzt versucht er dann doch etwas mehr auf mich einzugehen und sagt, ich soll ihm doch mal erzählen, wer mich denn so gemobbt hat. Am besten, sagt er, ich erstelle dafür ein Profiling, so wie bei der Kriminalpolizei. Ich schreibe jetzt zu jeder Person, die mich irgendwann mal gemobbt hat, auf, wer sie war und was sie mir alles angetan hat. Naja, und ich finde die Idee so cool, dass ich gleich begeistert loslegen will. Also mittlerweile sind wir in diesem Raum vor einem Tisch und neben dem Tisch ist an der Wand eine Tafel und an diese Tafel will ich die Profile schon mal schreiben. Wobei ich jetzt noch nicht genau weiß, mit wem fange ich eigentlich an. Es gibt ja so viele, die mich irgendwann mal gemobbt haben. Wen beschreibe ich als erstes? Und wahrscheinlich würden dann ja auch irgendwelche Christen dabei auftauchen aus meiner Vergangenheit. Oder zumindest diese Leute, die mir eben den Glauben an die Hölle und so weiter eingetrichtert haben. Ja, aber bevor ich jetzt so wirklich loslegen kann, sagt Gott auf einmal, ich soll doch mit den Leuten aus der Fahrschule anfangen. Nicht so, hä? Aus der Fahrschule? Ich meine, das war jetzt nicht wirklich ein Ort, an dem ich gemobbt wurde. Und es ist es auch kein Ereignis, das weit in der Vergangenheit liegt, also Fahrschule, das ist nicht gerade lange her. Ich meine, dann versuchen zu erklären, dass das jetzt nicht irgendwie Sinn macht, dass ich in der Fahrschule anfange. Ich wüsste gar nicht, was ich da aufarbeiten sollte. Naja, an der Stelle bin ich leider aufgewacht. Allerdings hatte ich eine ziemlich coole Deutung für den Traum, die teilweise etwas persönlich wird, aber ich kann zumindest sagen, dass die Idee mit dem Profiling ziemlich genial war, trotz aller Kritik an Gott. Also dieses Profiling habe ich dann auch tatsächlich in echt umgesetzt. Das heißt, ich habe einfach Leute, die mich früher mal gemobbt haben, in der Schule zum Beispiel,
angefangen aufzuschreiben, was sie so alles getan haben. Und das so richtig wie so, wie wenn man halt Verbrecher behandelt. Und im Grunde waren es auch welche, wenn man genau drüber nachdenkt. Ja, also insofern hat mir das auch schon ziemlich geholfen jetzt mit der auch Vergangenheitsbewältigung. Ja, und deswegen cooler Traum. Coole Inspiration. Auch wenn es irgendwie ein bisschen seltsam war, aber naja, auch das konnte ich deuten. Ja, okay, dann war das das erstmal so, der Traum für heute. Und ein anderes Mal folgt ein anderer Traum, denke ich. Das war jetzt ein Trübtraum, habe ich nicht dazu gesagt, aber ich würde es natürlich dazu sagen, wenn es ein Klartraum wäre. Und wie man sieht, Trübträume können extrem ergiebig sein. Also es finde ich jetzt überhaupt nicht so wichtig, ob es ein Klartraum ist oder nicht. Natürlich finde ich Klarträume trotzdem cool. Aber es kommt halt darauf an, was man daraus macht, ne? Was da klar hat. Und auch aus einem Trübtraum kann man irgendwie Klarheit gewinnen. Allein durch die Deutung oder eben einfach durch die Inspiration, die man im Traum irgendwie gern hat. Das ist dann eben die Klarheit im Wachen, denke ich. Ja, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und viel Klarheit.